und herzlich willkommen heute bei Frag Silke zum Thema Zwischenmahlzeiten. Denn mich hat unter meinem Diabetes-Video, ich verlinke es nochmal da oben in der Ecke, eine Zuschauerin gefragt, ob man Zwischenmahlzeiten machen darf oder lieber nicht. Denn sie habe gehört auf einem Seminar, dass man als Diabetiker nur alle 4 Stunden essen sollte. Und Zwischenmahlzeiten zwischen diesen 4 Stunden nicht erwünscht sein, weil dadurch ja auch wieder der Blutzucker steigt. Und dann haben wir eine Diskussion begonnen. Und zwar ist es jetzt bei dieser Zuschauerin so, dass sie nicht eigentlich Diabetes hat oder Typ 2 Diabetes hat, sondern unter dem PCO-Syndrom leidet. Das steht für polyzystisches ovarielles Syndrom. Das betrifft Frauen im gebärfähigen Alter, ist eine hormonelle Störung, führt zu Zyklusunregelmäßigkeiten und zu ausbleibender Schwangerschaft. Und das haben, was hat Wikipedia gesagt? Das haben tatsächlich 4 bis 12% der Frauen im gebärfähigen Alter. Und das Lustige oder das Tragische an diesem PCO-Syndrom ist, dass es genau wie Typ-2-Diabetes auch mit einer Insulinresistenz einhergeht. Und dass man daher zur Therapie des PCO-Syndroms auch Medikamente verschreiben kann. Beziehungsweise man natürlich dagegen auch, also gegen diese Insulinresistenz jedenfalls genauso vorgehen kann wie beim Typ-2-Diabetes. Und so kam es dann dazu, dass wir das hier besprochen haben. Und natürlich ist dann, also ich denke nicht, dass man mit der Ernährung dann, ja, also die Ursache dieses polyzystischen ovariellen Syndroms ist da halt nicht klar. Ich weiß nicht, ob man mit Ernährung tatsächlich die Zystenanzahl beseitigen kann, ob man dadurch die Zyklusstörung beseitigen kann oder ob man damit die Gebärfähigkeit steigern kann oder so. Aber man kann auf jeden Fall die Insulinresistenz mit Ernährung, die durch das PCO-Syndrom verursacht wird, natürlich therapieren. Genau wie beim Typ-2-Diabetes, denn da ist es das genau das Gleiche. Und meine Antwort zum Thema Zwischenmahlzeiten war hier, naja, das hängt halt davon ab, was man isst. Denn man kann als Zwischenmahlzeiten auch Sachen essen, die den Blutzuckerspiegel so gut wie gar nicht ansteigen lassen. Das heißt, wenn jemand, keine Ahnung, 2 Stunden nach dem Mittagessen Hunger bekommt und dann 100 Gramm Kichererbsen und 200 Gramm Brokkoli isst, dann geht der Blutzuckerspiegel davon so gut wie überhaupt gar nicht hoch. Natürlich. Weil der glykämische Index von diesen Nahrungsmitteln so niedrig ist, dass da so gut wie gar nichts passiert. Und das ist ja auch das Schöne an diesen Nahrungsmitteln, dass die so richtig schön lange satt machen. Was gleichzeitig schön ist an diesen Nahrungsmitteln ist, dass man sie nicht als Spaßessen benutzen kann. Und das ist das, worauf ich eigentlich heute wirklich hinaus will, denn ich bin ja kein Fan von Zwischenmahlzeiten, aus genau dem Grund. Und das Thema taucht halt auch immer wieder in meinem Raus ist so lustvolle Kurs auf, denn da sind Zwischenmahlzeiten prinzipiell immer erlaubt. Und die meisten Leute machen dann eben Zwischenmahlzeiten auch nicht mit Hülsenfrüchten und Brokkoli, sondern mit Obst. Und manchmal, wenn man gerade besonders schlimme Gefühle hat, macht man die dann auch so mit 2, 3 oder 4 Bananen und wundert sich dann, dass man nicht abnimmt. Natürlich nehmen die meisten Leute dann irgendwie trotzdem ab, aber dann vielleicht weniger als eigentlich erwartet. Und genau das ist der Punkt an der Sache. Ich bin kein Fan von Zwischenmahlzeiten in erster Linie, weil ich bin selber darauf gekommen durch Kathleen De Masons, die ja erste Person, die einen Doktortitel in Addictive Nutrition hat. Und ein Buch geschrieben hat namens Potatoes Not Prozac. Also Kartoffeln statt Antidepressiva. Denn man kann mit Ernährung halt auch sein psychisches Wohlbefinden beeinflussen, indem man eben das isst, was man braucht, um die Belohnungsbotenstoffe zu synthetisieren, die man braucht, um zufrieden zu sein. Und Kathleen De Masons schlägt halt eben vor, keine Zwischenmahlzeiten zu machen, sondern nur morgens, mittags und abends zu essen. Und sagt, dass 5 bis 6 Stunden sollte jede Mahlzeit reichen. Wenn man es gewohnt ist, Zwischenmahlzeiten zu machen, stellt man sich das Ganze ganz, ganz, ganz schrecklich vor. Ich habe mir aufgrund dieser Aussage von Kathleen De Masons irgendwann mal Zwischenmahlzeiten abgewöhnt, indem ich, wie ich das immer so mache, wenn ich mir Sachen abgewöhne, den Abstand erhöht habe. Ich habe ja mit Nikotinkaugummis aufgehört zu rauchen. Und habe dann auch da den Abstand der Nikotinkaugummis immer vergrößert. Und so habe ich dann auch den Abstand meiner Mahlzeiten immer vergrößert. Zu Anfang waren es nur 3 Stunden, dann habe ich da 3 und eine Viertelstunde, 3 Stunden, eine halbe Stunde und so weiter. Und irgendwann war ich dann dabei
Und der Körper gewöhnt sich daran. Also wenn man jetzt daran gewöhnt ist, dauernd zu snacken, ne, dann das kann man sich auch wieder abgewöhnen. Aber die Sache mit den Zwischenmahlzeiten ist folgende. Die meisten Leute haben tatsächlich nicht richtigen Hunger, weil eine Mahlzeit eigentlich 5 bis 6 Stunden hält. Die essen dann, weil sie irgendein Bedürfnis haben oder weil sie Appetit haben. Und dann isst man eben nicht Hülsenfrüchte und Brokkoli, sondern dann isst man irgendwas, was Spaß macht zu essen. Sei es irgendein Riegel oder sei es ein Kaffee und dazu ein Keks oder sei es Obst oder eine Laugenbrezel oder so Sachen. Sachen, die als Spaßessen funktionieren. Und diese Sachen können dann tatsächlich auch schuld daran sein, dass man mehr Kalorien isst, als man eigentlich braucht. Und dann sind wir wieder beim Thema Diabetes und reine Überernährungserkrankung. Und das kann halt dann auch, wie gesagt, es wird immer wieder Thema im Rahmen meines Haus Lustvolle Online-Programms, also mein Programm gegen Esssucht, was ja auch bald wieder startet. Der eine erzählt ganz stolz, ich habe so und so viel abgenommen, der andere sagt, ich nicht. Und das kann damit zusammenhängen, dass einfach Zwischenmahlzeiten gemacht werden, die aus gesundem Spaßessen bestehen, obwohl man sie gar nicht machen müsste. Meistens machen wir die, weil wir uns belohnen wollen, dann auch. Und dann sind wir wieder bei der Selbstmedikation und beim, ja, ne, hatte gerade so viel Stress auf der Arbeit oder keine Ahnung, ich habe jetzt gerade, ich sitze auf der Arbeit im Büro, habe gerade irgendeine nervige Aufgabe erledigt. Jetzt verdiene ich mir was und dann gibt es einen Kaffee, Latte Macchiato am besten noch mit Zucker drin und dann dazu irgendeinen Snack aus dem Automaten oder ein Gebäck oder sowas. Das sind Zwischenmahlzeiten, die wir nicht brauchen. Die wir absolut nicht brauchen, die nur zur Kalorienbilanz hinzutragen, sodass wir uns dann wundern, ja, wo kommt denn das alles her? Ne? Sowohl das Fett auf den Rippen als auch die Insulinresistenz. Daher würde ich jederzeit Diabetikern dazu raten, keine Zwischenmahlzeiten zu machen, nicht wegen des Blutzuckerspiegels. Oder meinetwegen können sie Zwischenmahlzeiten machen, wenn sie dann Brokkoli und Hülsenfrüchte wählen. Aber wenn sie das nicht essen können als Zwischenmahlzeit, dann haben sie auch keinen Hunger. Und das ist der Punkt. Wir fragen uns im Rauf, das ist der lustvolle Programm auch immer, könnte ich jetzt auch Gemüse essen? Das heißt, wenn dir als Zwischenmahlzeit 3 Möhren auch reichen, hast du vielleicht tatsächlich echten Hunger. Möhren reichen nicht als Spaßessen. Ja, und dann sollte man halt zu ne, Gemüse greifen. Und wenn man wirklich auch Gemüse essen könnte, dann war es wahrscheinlich auch echter Hunger. Aber wie gesagt, wer macht schon solche Zwischenmahlzeiten? Keiner. Ich auch nicht. Ich mache gelegentlich Zwischenmahlzeiten, die ich aber nicht fest einplane. Also das ist dann wirklich sowas, da kommt was dazwischen. Oder ich habe schlecht geplant. Zum Beispiel war ich letztens um 12:30 Uhr beim Zahnarzt. Was natürlich mitten in meiner Essenszeit ist, was nicht gut ist. Also dann so kommt mein Tag durcheinander und dann passiert sowas auch mal. Oder aber ist es ein besonderer Anlass und man isst tatsächlich ein Stück Kuchen oder so. Aber in der Regel versuche ich das zu vermeiden und wenn ich es nicht vermeiden kann, zumindest darauf zu achten, ist das jetzt Spaßessen oder ist das echter Hunger? Wozu ich Diabetiker natürlich auch rate, ist das Frühstück nicht ausfallen zu lassen, denn auch das Thema hatten wir schon öfter hier. Ich habe noch keinen einzigen Diabetiker getroffen, der frühstückt. Also, ich war ja mal in einem Pflegepraktikum auf einer Herz-Kreislauf- und Diabetesstation und habe dann auch an der Schulung teilgenommen für Typ-2-Diabetiker und keiner von denen hat früh gefrühstückt. Kein einziger. Weil man sich halt denkt, ja, ich habe gestern Abend zu viel gegessen, heute früh habe ich keinen Hunger, warum sollte ich frühstücken? Das sind ja nur überschüssige Kalorien, die ich nicht brauche. Ne, kann ich das ausgleichen von erst gestern Abend, aber dann kriegt man so viel Hunger, dass man als nächstes wieder scheiße isst. Und das sollte man nicht. Man sollte seinen Tag mit gesundem Essen starten. Oder wie im Raus ist die Lustvolle Programm, mit Gemüse und danach vollwertigen Kohlenhydraten. Und sich das dann angewöhnen, das ist wesentlich zuträglicher für Typ-2-Diabetes oder Insulinresistenz, wie sie dann auch beim PCOS-Syndrom vorkommt. Ja. Zwischenmahlzeiten ist also auch in meinen Augen, wenn es Spaßessen ist, eine Art von Suchtessen. Und das ist dann der Punkt, wo ich überleiten kann zu meinem bald wieder anstehenden wunderbaren Webinar zum Thema Hilfe, ich kann nicht aufhören. Esssucht und emotionales Essen verstehen und überwinden. Was ja wieder stattfindet quasi zur Einläutung meines nächsten Launches, des Raus ist die lustvolle Esssucht-Programms, was dann bald wieder startet. Und dieses Webinar ist natürlich kostenlos. Man kann sich da anmelden, eintragen.
Link ist unten drunter oder auch eben nochmal eingeblendet: www.silke-rosenbusch.de/esssucht. Es wird live sein, es wird interaktiv sein. Also ich halte da halt mit Folien und einem ganzen Brasel einen Vortrag, der ungefähr eine Dreiviertelstunde dauert. Und im Anschluss daran kann man so lange Fragen stellen, bis alle Fragen beantwortet sind. Es ist aber ein bisschen unterschiedlich, wie lange das Ganze dann geht. Ich breche das nicht irgendwann ab. Solange noch Fragen sind, beantworte ich diese auch. Das heißt, da kann man dann auch mit mir reden. Ja, das soll es gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Wenn ihr keins meiner Videos verpassen wollt, abonniert mich und lasst mich mal wissen, wie ihr das macht. Zwischenmahlzeiten, ja oder nein? Funktioniert das? Ist das gut? Macht ihr die aus Spaß essen oder habt ihr echten Hunger? Das war's. Ich sag ciao. Bis Montag. Schönes Wochenende. Eure Silke.